Die Aktienmärkte sind vorwiegend aus zwei Gründen gestiegen. Erstens natürlich die immense Liquidität, dieser Tsunami, der vor allem durch die Fed in die Märkte reingepumpt wurde. Aber zweitens eben in letzter Zeit ist es vor allem die Hoffnung, naja, wenn der Lockdown so aufgeweicht wird, dann wird die Wirtschaft wieder hochfahren und dann wird alles wieder gut. Und deswegen sind die Kursstände denn auch gerechtfertigt. Wir werden gegen Ende des Videos sehen, dass die Geschichte ein bisschen schwieriger ist anhand dessen, was China schon hinter sich hat und derzeit erlebt. Das ist für den Westen vielleicht eine interessante Perspektive. Aber im Hinterkopf haben die Märkte eben auch, naja, es könnte ja sein, dass die Fed irgendwann auch Aktien kauft, denn die Fed kauft ja alles, was nicht auf den Baum kommt. Sogar Junkbond, ETFs etc. Nur Aktien kauft sie nicht, bislang nicht. Und wir wollen uns gleich mal anschauen, was eigentlich da im Graubereich läuft, was die Fed da macht. Das ist juristisch gesehen nicht wirklich legal, es ist aber auch nicht illegal, es ist eben im Graubereich. Und das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal gestern interessant, die Frage natürlich, die jetzt im Raum steht und die die Märkte schon im Hinterkopf haben, das sieht man, dass bei CNBC eben der Finanzminister, US-Finanzminister Steve Mnuchin dazu befragt wird. Da heißt es, ja, kauft die Fed denn Aktien? Und dann sagt Mnuchin, I would say that's highly unlikely. Ich würde sagen, das ist hochgradig unwahrscheinlich. Naja, schauen wir mal, ob es so unwahrscheinlich ist, wie Mnuchin wirklich sagt. Heute ein sehr, sehr guter Kommentar in YouTube auf ein Video von mir, wo ein Kommentator sagt, die Anleger wetten darauf, dass die Fed Aktien kaufen wird und das so lange und so viel, bis sich die Wirtschaft wieder vollständig erholt und darüber hinaus. Niemanden interessiert, wie viele Jahre Wiederöffnung es braucht oder ob es eine zweite Welle gibt, Coronavirus-Welle. Diesmal könnte es sich aber lohnen, gegen die Fed zu wetten. Während 2008 und in allen anderen Krisen nur Superreiche gerettet worden sind, dürfte jedem klar sein, dass es diesmal nicht reicht oder dass das diesmal nicht reicht. Man muss also mehr Leute retten. Es müssen auch die anderen gerettet werden, aber keiner weiß, wie das gehen soll. Das ist historisch einmalig, das könnte die Welt mehr beeinflussen als der Auslöser Covid-19. Im Zuge solcher radikalen Rettungsaktionen könnte die Fed die Aktionäre und Investoren fallen lassen oder zumindest an den Verlusten beteiligen. Das ist ein wirklich guter Punkt, der mal die Logik der Fed, die ja sozusagen gar nicht weiß, wo sie anfangen soll, zu retten. Dann müssen auch diejenigen, die viel haben, vielleicht ein bisschen abgeben, indem die Risiken, die sie eingegangen sind, eben nicht nur belohnt werden, sondern eben manchmal auch Verluste mit sich bringen. Sven Henrik hat hier, wie ich finde, richtigerweise gesagt, der größte Trick des Teufels liegt darin, dass die Investoren glauben, dass Fundamentales und Gewinne, Verluste nicht mehr überhaupt keine Rolle mehr spielen am Markt. Das ist ja derzeit, was da passiert. Wir haben horrende, grottige Zahlen und trotzdem steigen die Märkte. Was aber macht die Fed? Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt geht es nämlich um den Graubereich. Die Fed hat die Zinsen auf Null gesenkt, völlig klar in ihrem Mandat. Hat QE betrieben, kann sie machen, ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt den Anstieg der Bilanzsumme der Fed pro Woche um 625 Milliarden Dollar. In Reaktion auf die Finanzkrise hat die Fed ein QE gemacht von 600 Milliarden Dollar. Also das, was die Fed jetzt praktisch in 2008 gesamt gemacht hat, das passiert jetzt, passiert sogar mehr als das in einer einzigen Woche. All das darf die Fed tun. Man hat dann Corporate Bond ETFs gekauft, also Unternehmensanleihen. Man hat Corporate Debts gekauft, also die Schulden von Unternehmen, Commercial Papers. Und man agiert im Prinzip auch wie eine Bank inzwischen schon für Small Businesses, also für kleinere US-Unternehmen. Aber jetzt wird es richtig tricky. Jetzt gucken wir uns mal an, zum Beispiel, wie macht die Fed diese ganze Geschichte? Die kauft sie ja nicht wirklich direkt, sondern der Käufer, der offizielle Käufer ist das US-Finanzministerium. Das Finanzministerium kauft sozusagen diese Produkte oder diese Anleihen, was auch immer es ist. Die Fed druckt dafür das Geld. Das heißt, die Fed ist die Bank, die gibt es dem US-Finanzministerium. Das Finanzministerium aber, und das ist das wirklich Abgefahrene, beauftragt einen Broker, nämlich BlackRock, hier diese Transaktionen zu tätigen. Und so bewegt man sich in einem Bereich, der eigentlich nicht wirklich vorgesehen ist in der Definition, was die Fed darf und nicht tun sollte. Das sollte sie eigentlich nicht tun. Und das ist nicht wirklich komplett gegen die Regeln, aber es ist zumindest durchaus fragwürdig, was da passiert. Jetzt die Frage, kann die Fed auch Aktien kaufen? Formal nein, sie müsste die Genehmigung des Kongresses haben.
Aber wie wir sehen, man hatte ja sozusagen sich schon selbst ermächtigt durch solche Aktionen, wie ich sie gerade aufgezählt habe, Junkbonds zu kaufen, ETFs zu kaufen, etc. etc. Da ist also der Schritt nicht mehr weit und sozusagen rein formal müsste man sich die Zustimmung des Kongresses holen. Ob das passieren wird, das wird sich zeigen. Wenn die Kacke auf Deutsch gesagt richtig am Dampfen ist, kann ich mir das gut vorstellen, momentan aber wohl eher nicht. Wir haben vorhin schon über das QI gesprochen. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, was alleine jetzt seit 11. März passiert ist. Es ist mehr als alles, was bei QI1, QI2 und QI3 passiert ist. Und wer hatte davon profitiert? Das sehen wir sozusagen in der Einkommensentwicklung seit der Finanzkrise in den USA. Es sind die Top 1% und die nächsten 9%. Die anderen, die versuchen sich durchzuhangeln, aber vor allem diejenigen haben profitiert. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn wir uns mal die Besitzverteilung anschauen. Da sehen wir, dass die Top 10% praktisch komplett die gesamte Business Equity besitzen. Man besitzt 84% des gesamten Aktienmarktes, die anderen 90% besitzen davon 16% und man besitzt, nämlich die Top 10, über 80% des amerikanischen Immobilienmarktes. Wird die Fed jetzt diese Haltung, diese Wette, dass die Notenbank wahrscheinlich sogar Aktien kauft, dass sie alles tut, um zu retten und sozusagen von A bis Z zu retten, nicht irgendwo auch manche einmal an den Verlusten beteiligt, wird die Fed heute ein bisschen dagegen sprechen. 20 Uhr ja die Sitzung, 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Das wird eine interessante Frage. Interessant auch heute das BIP aus dem ersten Quartal in den USA. Hier sehen wir, das war so bei 2%, 2,1% in den letzten Quartalen. Jetzt wird -4% erwartet. Fast ein bisschen pessimistisch, denn das erste Quartal lief ja okay, bis dann Mitte März der Lockdown einsetzte. Aber schauen wir mal, hier sehen wir das Gesamt-BIP der USA konstant nach oben gehend. So 21,5 Billionen derzeit bringt man hier auf die Waage. Ich hatte gestern gesagt, dass allein der Konsument in den USA 16% des weltweiten BIPs stellt und damit genauso viel wie der gesamte Staat China mit all dem, was da passiert. Wir sehen, dass der Dienstleistungssektor von diesen 21,5 Billionen alleine 13,2 Billionen ausmacht, während das produzierende Gewerbe oder Produktion nur 2,1 Billionen ausmacht, also ganz klar dienstleistungsorientiert. Dann haben wir noch ein bisschen Regierung, 2,2 Billionen, also praktisch das BIP, das durch die Administration erwirtschaftet wird. Manche sagen, das ist ein negatives BIP, aber das sind Ketzer. Wir haben da noch ein bisschen Mining dabei, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Also vorwiegend diese Dienstleistungsökonomie, ein bisschen Produktion und ein bisschen Regierung. Heute dann noch Zahlen. Wir haben Boeing um 13:30 Uhr, General Electric und Mastercard, aber dann natürlich extrem wichtig Tesla. Geplant auf 22:15 Uhr, man kommt aber meistens später, vor allem wenn die Zahlen schlecht sind. Wir haben Facebook 22:05 Uhr und wir haben Microsoft 22:20 Uhr, also absolute Highlights. 20 Uhr Fed, 20:30 Uhr Paul und dann kurz nach Börsenschluss eben die großen Tech-Player. Gestern war schon Google, die Umsätze sehr, sehr gut bei Google, vor allem YouTube hat richtig gut reingehauen, wie man gesehen hat. Aber der Gewinn war unter der Erwartung und man hat eben auch gesagt, ja, also im März sind uns die Werbeerlöse eingebrochen, weil eben die Firmen weniger Werbung machen. Klar, wenn es den Firmen schlechter geht, dann sitzen eben auch die Werbebudgets ein bisschen weniger locker. Gestern haben wir schon gesehen, oder in den letzten Tagen, Value outperforming Growth, das war ja sozusagen vorher immer anders, da hat Growth, da war also die Tech-Hoffnung immer dominant, während Value, also konservative, eher dividendenstärkere Werte, nicht so gut gelaufen sind, sehen wir hier auch in der Grafik mit den Fang-Stocks. Wir haben dann, um jetzt mal nach Europa zu kommen, dann ein Downgrade von Fitch, gestern italienische Anleihen auf BBB-, viel mehr drunter geht nicht, sonst ist da Junk und Junk darf dann nicht mehr gekauft werden, deswegen hat man dann vorsorglich mal Outlook Stable, man hat also gesagt, der Ausblick ist stabil. Die Italiener haben sich dann gleich geäußert, die Regierung, und hat gesagt, das sei ja geradezu unverschämt. Wir sind ja finanziell extrem solide, nicht wahr? Und man muss vielleicht auch mal sagen, sollte sagen, dass Italien ja unglaublich gespart hat, praktisch das Diktat der EU umgesetzt hat. Man hat immer weniger Geld ausgegeben, der Staat hat immer weniger investiert, sodass Italien teilweise durchaus schwarze Nullen geschrieben hat. Also es ist nicht so, dass man da geprasst hat, aber das hat eben dazu geführt,
dass es den Italienern sehr, sehr viel schlechter geht. Einen anderen Weg ist Portugal gegangen, wo man auch diese Austeritätspolitik, die von der EU diktiert wurde, umgesetzt hat. Das ging schief, dann gewann die Wahl ein moderater Sozialist, kann man sagen, der die Löhne raufgesetzt hat, der die Besteuerung für die Superreichen oder für die Reicheren raufgesetzt hat. Und Portugal ist eine echte Erfolgsgeschichte, natürlich ein sehr kleines Land mit relativ wenig Einwohnern. Aber hier sieht man, dass offenkundig diese Austeritätspolitik gerade in Italien gescheitert ist, gerade auf Kosten der Italiener geht. Und man bräuchte jetzt vielleicht ein so portugiesisches Modell. Aber wir haben auch heute jetzt Dinge aus Deutschland. Das IFO-Institut sagte, viele Unternehmen sehen ihre Existenz bedroht. 29,2% der in Deutschland befragten Firmen können 3 Monate oder kürzer nur überleben, wenn jetzt nicht die ganze Geschichte wieder raufgefahren wird. 52,7% sagen, ja, wir können 6 Monate oder länger durchhalten. Deutschland hat jetzt, wie der Spiegel erfahren haben will, die globale Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Und jetzt nochmal zu dieser Thematik, zweite Hoffnung der Aktienmärkte, Ende des Lockdown oder Aufweichung und dann wird alles sofort wieder schick. Wir sehen, die Daten in China, die haben sich erholt, was Produktion etc. betrifft, aber was sich nicht erholt hat, das ist der Konsum, denn die Leute sind teilweise arbeitslos, die Leute sind unsicher, die Leute haben nicht mehr die Möglichkeit, so zu konsumieren wie vorher. Und das sehen wir hier in dieser Statistik, all das ein Artikel auch der New York Times. Hier sehen wir, dass die Industrieproduktion sich fast schon wieder der Nullerlinie nähert im Vergleich zum Vorjahresmonat, aber dass die Retail Sales bei -16% sind. Das heißt, der Konsum wird dann, und das wird für uns auch gelten, sozusagen nachlaufend sein, bis wir da wieder uns einigermaßen erholen, weil viele Leute eben jetzt völlig unsicher sind, wie die Zukunft aussieht, ihren Job verloren haben, in Kurzarbeit sind, selbstständig sind und kein Einkommen haben, jetzt nur kurzfristig alimentiert werden durch den Staat, dass die natürlich das Geld nicht mit vollen Händen rausschmeißen, ist klar und zeichnet sich ab. Schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Wir haben dann heute wieder Asienrampe unter Ausschluss der Japaner, die haben heute Feiertag. Wir sehen, dass es im asiatischen Handel nachrichtenlos nach oben geht, Asienrampe, weil in dünnen Volumen meistens dann ein paar chinesische Staatszocker ein bisschen auf die Futures aufklopfen und auf der Long-Seite aktiv sind, weil manche mal gefragt haben, was meint er denn mit dieser Asienrampe? Wir haben den DAX bei 10.843, wir sehen Gold bei 1.709, wenig verändert, Crude bei 15,34 Dollar und Brent bei 23 Dollar. Devisenbereich Euro-Dollar zeige ich fast gar nicht mehr, ist momentan eine busy Fahrt, fehlt einfach die Volatilität. Also, das ist die Situation. Die Fed bewegt sich im Graubereich, wird als Ultima Ratio Aktien kaufen, so viel scheint klar, aber dann muss wirklich der Zustand schon katastrophal sein. Das wäre dann die wirklich letzte Maßnahme. Man müsste sich selbst ermächtigen oder der US-Kongress müsste das tun. Die Hoffnung der Märkte ist, es wird alles schnell wieder schick. China zeigt eigentlich, dass das eher nicht so wird, aber was interessieren die Märkte Fakten? Oder wir haben doch Hoffnung und wir haben Notenbanken, die spritzen Liquidität in die Märkte und alles ist wunderbar und wird noch viel, viel besser. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, ich wünsche das Allerbeste und heute ist ein spannender Tag mit der US-Berichtssaison, den Tech-Playern und der Fed, all das bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren, schauen Sie da rein und die Charts, die waren von capital.com. Also, pfiat euch, servus, ciao.